Da es aktuell keine anderen Spiele gibt, über die ich gerne berichten möchte, habe ich mir gedacht, ich stelle euch heute mal Falling Frontier vor. Ein Spiel, welches ich bereits seit einigen Monaten auf meiner Wunschliste habe und auf das ich mich bereits sehr freue. Aktuell ist der Early Access Release für das zweite Quartal 2022 geplant. Entwickelt wird das Ganze von Stutterfox Studios aus Australien. Tatsächlich steckt hinter diesem Studionamen nur ein einziger Mann. Sein Name ist Todd Darcy. Todd Darcy hatte die Idee für dieses Spiel bereits in den 90er Jahren und hat vor einigen Jahren dann angefangen, daran zu arbeiten. Und ich bin der Meinung, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Als ich letztes Jahr zum ersten Mal Videomaterial zu Falling Frontier gesehen habe, war ich direkt begeistert. Die Grafik sieht absolut fantastisch aus, die Gefechte machen einen sehr intensiven Eindruck und in dem folgenden Video möchte ich euch dieses Spiel ein wenig näher bringen. Von daher würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Viel Spaß! Bei Falling Frontier handelt es sich um ein Echtzeit-Strategiespiel, welches im Weltraum spielt. Im Grunde geht es darum, das Reich einer der Fraktionen, die ihr hier sehen könnt, zu vergrößern. Je nachdem, für welche Fraktion ihr euch entscheidet, werdet ihr unterschiedliche Buffs und Starttechnologien zur Verfügung haben. Die Vollversion soll vorerst eine Kampagne sowie einen Skirmish-Modus bieten, allerdings rein Singleplayer. Multiplayer ist vorerst nicht geplant, kann aber noch kommen, es wird nichts ausgeschlossen. Was dieses Spiel für mich so wahnsinnig interessant macht, ist, dass die Physik und die Logistik im Weltall realistisch dargestellt werden sollen. In Falling Frontier wird das Geschehen aus drei Ebenen betrachtet. In der höchsten Ebene seht ihr das gesamte Sonnensystem mit all seinen Planeten. Die mittlere Ebene dient dazu, die Kolonien und Raumstationen zu verwalten oder auch um Erkundungssonden loszuschicken, um unbekannte Bereiche aufzudecken. Und die unterste Ebene ist die Kampfebene. Hier könnt ihr dann eure Schiffe in Gefechten navigieren. Die Kämpfe werden ausschließlich mit ballistischen Waffen ausgetragen, es gibt also keine Laserkanonen. Wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt, bewegen sich die Schiffe recht behäbig. Es erinnert so ein wenig an einen Öltanker auf dem Meer. Die Umgebung soll ebenfalls eine taktische Rolle spielen. Ihr könnt euch mit euren Schiffen hinter Planeten verstecken oder auch innerhalb von Nebeln. Und aus dem Grund ist eine Aufklärung auch sehr wichtig. Ihr könnt Sonden losschicken, wie bereits erwähnt, oder auch feindliche Offiziere gefangen nehmen, die euch hoffentlich etwas verraten. Die einzelnen Schiffe haben in Falling Frontier eine sehr große Bedeutung. Ihr könnt die Crewmitglieder auswählen, die sie befördern. Ihr könnt die Schiffe auch modifizieren, mit neuen Waffen und Werkzeugen ausstatten. Somit solltet ihr im Falle eines Notfalls eine Rettungsmission losschicken, um die Besatzungsmitglieder zu retten. Die Crews werden aus der Bevölkerung der einzelnen Planeten rekrutiert. Ihr erhaltet auf dem Planeten ebenfalls die Besatzung eurer Raumstationen und ihr könnt dort Steuern erheben. Die Errichtung von Versorgungsstationen und Versorgungsrouten spielt ebenfalls eine sehr große Rolle. Wenn ihr eure Schlachtschiffe nicht regelmäßig mit Munition, Nahrung oder Treibstoff versorgt, werdet ihr keinen Krieg gewinnen. Ihr merkt schon, das Spiel macht einen sehr tiefgängigen Eindruck und ich bin wahnsinnig gehypt. Wenn das Spiel dann hoffentlich im zweiten Quartal in den Early Access startet, wird die Kampagne zuerst spielbar sein, Skirmish soll später noch dazukommen und wie gesagt, einen Multiplayer-Modus gibt es nur vielleicht. Ebenfalls interessant finde ich, dass in der Kampagne eure Taten und Entscheidungen eine wichtige Rolle einnehmen sollen. In Falling Frontier gibt es übrigens nur Menschen, ihr werdet also keine Aliens antreffen. Es kommt übrigens noch ein Editor für den Skirmish-Modus hinzu, der wahnsinnig spannend aussieht. Ihr könnt entscheiden, wie viele Planeten euer Sonnensystem beherbergen soll und wie diese Planeten auszusehen haben. Das macht alles einen wahnsinnig guten und runden Eindruck, jetzt schon. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist ein einziger, der dieses Spiel entwickelt. Ich weiß gar nicht, wie sowas möglich ist. Die Grafik, der Sound, die ganzen Mechaniken dahinter, da hat er sich ganz schön viel vorgenommen. Ich hoffe, er hat sich nicht übernommen. Aber was man in den Trailern so sehen kann, es gibt ja auch mittlerweile einiges an Gameplay-Material, das macht einen wahnsinnig guten Eindruck. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video mal ein Spiel vorstellen, welches ihr vielleicht noch nicht kanntet bislang. Vielleicht ist es ja was für euch, dann packt es euch auf die Wunschliste. Ich habe da ein wirklich gutes Gefühl bei der Sache. Ich wünsche euch was, macht's gut.